Aufruf an die Bürger Hamburgs, Arbeiter und Studenten zum verspäteten Denkmalsturz des Kolonialismus. Am Dienstag, den 8. August 1967 um 17 Uhr, stürzte im Garten der Hamburger Universität, Edmund Siemers Allee 1, ein berühmt-berüchtigter Kolonialherr von seinem Sockel. Sein Name ist Hermann von Wissmann, kenntlich am gezwirbelten Bart, es ist erreicht, und am herrischen Blick über den eingeborenen Schutztruppenkrieger zu seinen Füßen hinweg. Sibylles letzter Tag in Hamburg. Vor ihrer Rückkehr nach Nürnberg besucht sie mit Dirk ihre Eltern. Wir begleiten sie. So, setz mal uns. Ja, das sind Sibylles Eltern, mit denen wir lange diskutiert haben. Haben sie dich auf Herz und Nieren geprüft? Nein, nicht auf Herz und Nieren. Und zum Beispiel aus der Kulturrevolution, was könnten wir denn für uns daraus lernen? Wenig. Ja, ich meine, das ist ein ganz, hier gibt es eine ganz andere Kulturrevolution, ja, in meiner Ansicht. Ja? Hier gibt es, in Deutschland gäbe es die Kulturrevolution derart, dass wir beginnen, die Universitäten nicht nur als Vorbereitung für irgendeinen Beruf zu verstehen, das auch, sondern viel mehr sie zu begreifen, nicht wahr, als dauernder Unruheherd, ja, dauernde Infragestellung bestimmter Scheinruhen, nicht, von denen Sie vorhin schon sprachen. Ja, und zwar so stark und so radikal, dass es dem Bürger nicht mehr gelingt, ja, die Universität mehr oder weniger auch noch zu tolerieren. Ich bin für zum Beispiel für die Umwälzung dieser Wirtschaftsform, die wir haben. Ja. Ich habe keine Lust, mich in irgendeinem großen Konzern ausbeuten zu lassen, als Funktionsträger. Ja. Habe auch keine Lust, mich in irgendeiner Weise Kapital anzusammeln. Nicht. Darüber hinaus werde ich, wenn das so weitergeht in meiner Betätigung, ja, keinesfalls auch nur einigermaßen einen Job bekommen. Unsere berühmte Abrüstungskampagne, ja, unsere berühmte DFU, nicht wahr? All diese Leute, die mit dem pazifistischen Schein herumwandeln, ja, die kann diese Gesellschaft aushalten. Aber eine Massenbewegung, nicht, die an den Nerv dieser Gesellschaft trifft, an die Besitzverhältnisse trifft und ihnen klar macht, dass das Napalm, das höchst produziert wird, nicht wahr, eben auf diese Bevölkerung Nordvietnams geschmissen wird, aus rationalen Interessengründen geschmissen wird, ja, dass es nicht so etwas gibt wie den bösen Menschen, sondern dass es etwas gibt wie Gesellschaftsverhältnisse, die in sich selbst von der Geschichte beseitigt werden, ja, dann werden diese Leute gefährlich. Läuft jetzt auch ein bisschen festgefallen. Ah, nein, der ist. Aber ich meine, er ist wirklich, ich weiß es sehr gut zu formulieren. Und ja, das ist bloß er. Und er ist leider sehr, sehr einseitig. Meine Damen und Herren, wir halten jetzt, beziehungsweise ich halte, aber es ist eine Kundgebung mehrerer Studenten, eine Rede zur Entweihung eines Denkmals. Der kolonialen Ausbeutung und der kolonialen Unterdrückung, dem Skandal der Vergangenheit und dem Skandal der Gegenwart, wurden oft genug die Weihe des Denkmals aufgesetzt. Wir werden diese scheinheilige Weihe durchbrechen, aber wenn es heute nicht ist, so doch immerhin einiger Zeit. Der Eskalation der Amerikaner in Vietnam wird die Eskalation der Denkmalstürze in Deutschland folgen. Bravo! Und dann wirst du sie auffordern. Lauter! Jede Seifenblase ein Kolonialist. Jede zerplatzte Seifenblase ein zerplatzter Kolonialist. So, ich darf Sie nochmal auffordern. Jetzt allen Ernstes das Gelände verlassen, sonst muss ich leider die Polizei holen. Sie lässt uns in Haus. Sie ein halber Weichmann. Wir lieben die Hochschulverwaltung. Hier kommt. Oh, wie im Wildwestfilm. Und die Ruhe wird wieder hergestellt. Ja. Dass man genau dieselben Methoden vergangener Zeit hier anwendet, nämlich Wiederverbrennung, Denkmalsturz. So, und jetzt. Oh.
Lächerlich, Mensch. Lassen Sie doch los! Lassen Sie sofort los! Ich gehe mit, verdammt nochmal! Wunder, dass Sie mich hier gestanden haben. Gegen Dirk Siefer und Peter Schütt wurde von der Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet. Gegenstand der Anklage: Landfriedensbruch. Auf das Denkmal wurde einige Zeit nach Ende der Dreharbeiten ein weiteres Attentat verübt. Diesmal klappte es. Wissmann stürzte endgültig. Danach wurde er nicht wieder aufgestellt.